Mit dem Leaders Club Weinprojekt ist der Traum vom eigenen Weinberg wahr geworden. Wir haben 2003 die Steillagen hier erworben an der Mosel, die Brachland waren und die unter UNESCO-Weltkulturerbe stehen, und haben die zusammen mit einem Winzer rekultiviert und bauen dort seit fast 20 Jahren eigenen Wein an. Daraus ist der Mutmacherwein entstanden. Kommen nicht nur aus einer Region, sondern aus zwei Regionen. Es ist eine Kombination. Der Weiße finden wir einfach, dass der Riesling prädestiniert ist für die Mosel. Da haben wir eher ein kühleres Klima, leichtere Böden und deswegen die frischen Weißweine. Und die Roten eher aus der Pfalz, weil wir da einfach ein wärmeres Klima haben, schwerere Böden. Und deswegen haben wir die Kombination gewählt zwischen Pfalz und Mosel. Von dem Mutmacher Riesling war und bin ich von Anfang an total begeistert gewesen. Dann auch von dem Rotwein, ein Cuvée aus Pfälzertrauben, super. Und jetzt haben wir seit 2020 einen ganz, ganz tollen Rosé am Start. Super tolle, trinkbare Weine, die einfach Spaß machen. Zum Wohl.